Hallo, ich heiße Lisa und ich bin in meinem dritten Jahr in Germanistik an der Universität de Strasbourg. Ich werde dich das Buch Frau Dr. Moormann von Elke Heidenreich, das im Jahr 2023 veröffentlicht wurde, vorstellen. Die Geschichte handelt um eine Frau und seine Teddybären, die ihres Lebens mit ihrer Nachbarin Frau Dr. Moormann erzählt. Sie teilt uns viele Bemerkungen über seine eigenen Erzählungen und das fand ich von anderen Büchern sehr unterschiedlich. In diesem Buch kann man auch die Entwicklung der Beziehung zwischen Frau Dr. Moormann und die Heldin bemerken. Es gibt viele Sprüche, die die Erzählerin uns mitteilt, wie »Du willst, dass der Möpschen zu dir rennt? Dann rufe etwas, das er kennt.« Die Heldin erzählt ihre Geschichte, wie man an einen Freund sprechen würde oder in seinem Tagebuch schreiben würde. Ich finde, dass es das Buch freundlicher macht. Es ist ein Buch, das man einfach und schnell lesen kann. Das Sprachniveau ist nicht sehr schwer und es gibt nur ungefähr 100 Seiten. Ich denke, es werde an Lesern passen, die nicht gern lesen mögen, aber die schon etwas lesen möchte. Es könnte auch an 10-jährigen Kinder passen. Ich finde, dass der Umschlag auch sehr poetisch aussah und ich würde eine Note von 9 Punkte auf 10 geben.